Papa! Was ist denn, Henry? Kann ich jetzt mein Taschengeld haben, Papa? Ja, ich hol's dir gleich. Papa! Was ist denn jetzt wieder? Ich kann mein Häschen nirgends finden. Was hast du jetzt schon wieder angestellt, Henry? Ich? Mein Hase ist weg. Den sehe ich niemals im Leben wieder. Na komm, Peter. Irgendwo muss er ja sein. Lass uns mal nach ihm suchen. Henry, weißt du, wo sein Hase ist? Nein. Naja, ich bin nicht ganz sicher. Henry, falls du jemals wieder Taschengeld haben willst, bringst du den Hasen lieber wieder zurück. Und zwar schleunigst. Auweia, dann muss ich wohl graben. Oh Mann, da grabe ich ja eine Ewigkeit. Außer ich finde jemand, der mir dabei hilft. Woher weißt du, dass hier ein Schatz vergraben ist? Aber das weiß doch jeder, oder Martin? Keine Ahnung. Wir werden bestimmt schwer reich. Und dann kaufe ich mir jeden Schokoriegel auf der Welt. Ich mir einen Fitnessraum. Hey Martin, schon was gefunden? Keine Ahnung. Henry! Hier unten ist irgendwas. Ich kaufe mir auch noch eine Segeljacht. Das ist eine dieser Zeitkapseln. Hä? Da ist ja gar nichts drin. Auch kein Schatz? Rein gar nichts. Na los, graben wir weiter. Ich wette, hier lag überhaupt nie ein Schatz. Wie kommt es, dass die alle leer sind? Keine Ahnung. Ich gehe jetzt heim. Na toll, vielen Dank, Henry. Da war überall nichts drin. Ich will mein Häschen. Wo kann es sein? Vielleicht haben ihn ja Aliens entführt. Diesmal bist du dran. Nein, du. Du. Ich war letztes Jahr dran. Bist du sicher? Meinst du, das könnte ich jemals vergessen? Morgen dürfen Kinder ihre Eltern zur Arbeit begleiten. Aber keiner will so einen Zwerg wie dich mitnehmen. Mama, Henry hat gesagt, ihr wollt mich nicht mit zur Arbeit nehmen. Sei nicht so gemein, Henry. Bring das in die Küche und hör auf, deinen armen kleinen Bruder zu ärgern. Das Beste an einem Berufe-Kennenlerntag ist, dass man nicht in die Schule muss. Und das Schlimmste daran ist, dass Mama und Papa ganz langweilige Berufe haben. Warum kann Mama keine berühmte Wissenschaftlerin sein? Hoppla! Räum die Scherben weg, Henry. Du gehst morgen mit mir zur Arbeit und ich möchte, dass du dich vorbildlich benimmst. Klasse! Kann ich Computerspiele spielen und rumsurfen und Computerspiele spielen? Henry, ich arbeite für prickelnde Zahnbürsten. Wir verkaufen Zahnbürsten und Zahnpasta. Du sortierst Akten und darfst fotokopieren. Ach, komm! Und wenn du Glück hast, darfst du Zahnpastatuben in Schachteln einpacken. Von wegen! Ich komm nicht mit! Natürlich kommst du mit. Es schadet dir nicht zu sehen, was es heißt zu arbeiten. Nein! Ich will aber nicht arbeiten gehen! Ich glaube, Papa gefällt es, dass ich heute mit ihm zur Arbeit gehe. Ist doch viel besser als mit dem stinkigen Peter. Es wird alles gut. Es wird alles gut. Es wird bestimmt alles gut.
Henry, nicht den drücken! Das ist kein guter Anfang, Henry. Ganz und gar nicht. Du benimmst dich schrecklich und wir sind noch nicht mal an meinem Schreibtisch. Aber Papa, wir werden gerade von Feuerwehrmännern gerettet. Das ist doch riesig. In ein Büro gehen Leute, um zu arbeiten, nicht um Unsinn zu machen. Ich wünsche mir bestes Benehmen. Mein Chef ist sehr streng, also blamier mich bitte nicht. Papa, du kannst dich auf mich verlassen. Hiya! Oh, au! Sie kommt zu spät. Gar nicht gut. Ich als Chef muss es wissen. Nur wer pünktlich ist, bringt es weit. Tut mir leid, Herr Best. Ich hab aus Versehen den Alarmknopf gedrückt. Papa hat gerade geflunkert. Das ist ja wie in der Schule. It's so easy being me. I'm Henry. Ich verzeihe dir. Mama, kann ich auch was im Garten machen? Du? Wieso? Um dir zu helfen, natürlich. Also, da gibt es schon was, das du machen könntest. Igitt! Du hast gesagt, du willst mir helfen. Das ist gut für die Rosen. Bäh! Pferdeäpfel schaufeln. Wehe, wenn das umsonst war. Da ist er. Ha! Mein Feind! Ahoi! Hau bloß ab, Laura. Wurm! Na gut. Was? Ich ergebe mich. Nein! Erst musst du kämpfen, damit wir dich festbinden und Kiel holen lassen können. Dann ergibst du dich. Heute nicht. Ach, das langweilt. Komm mit, Peter. Dann spielen wir eben Papi und Mami. Komm zurück. Du musst ihn dazu bringen, dass er kämpft. Ha, netter Versuch, Peter. Das wagst du nicht. Henry, ich... Peter, wieso hast du das gemacht? Weil Henry nicht gemein zu mir sein will. Peter, das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Henry, ich hab's mir überlegt. Du darfst mit zum Volksfest. Ja! Soll ich mit dem Karussell fahren oder Ringe werfen? Ich kann mich nicht entscheiden. Ich finde, da Henry heute so ein braver Junge war, soll er entscheiden. Okay, ich entscheide. Oh, danke, dass du mich ganz vorne sitzen lässt, Henry. Aber die Fahrt wird doch nicht zu wild, oder, Henry? Nein, zumindest finde ich das überhaupt nicht. Probe. Nehmt bitte alle eure Position ein. Linda? Du warst auch gemeint. Oh. Vielen Dank. Gut. Die Wolken dort drüben, die Blumen da drüben, Gewitterwolke dahin und die Regentropfen hier vorne. Soufflé, Kinder. Leicht wie ein Soufflé. Madame, Henry schubst mich. Och, und plié.
Jo, Laura! Denk an ein Gewitter! Madame! Henry tritt mich! Ferse, Spitze, Drehung nach links und schön die Arme schwingen. Oh. Pass doch auf! Madame, Henry rampelt uns an. Und Pirouette. Eine Katastrophe! Tut mir leid, Madame Tütü. Ich versuche mein Bestes. Vielleicht sollte ich lieber nicht auftreten. Jetzt höre mal, Henry. In meiner Klasse gibt niemand auf. Ach nein? Nein. Jeder hat Talent, wenn er an sich arbeitet. Und du wirst mit allen anderen auf der Bühne stehen. Verlass dich drauf. Oh. Was mache ich nur, Bert? Mir muss langsam was einfallen. Vielleicht wird die Aufführung ja so mies, dass du da überhaupt nicht auffällst. Das ist es! Genau! Bert, ich muss mir deinen Karateanzug ausleihen. Hey, danke! Was habe ich denn gesagt? Keine Ahnung. Flau im Magen. Meine Mutter habe ich schon gesehen. Wir sind Wolken. Und wir sind die besten Wolken, die es gibt. Kommt jetzt, Kinder. Es wird Zeit, eure Kostüme anzuziehen. Wird es Zeit für mein Kostüm? Oh, ich hoffe, Peter ist nicht zu nervös. Und ich hoffe, Henry tanzt nicht aus der Reihe. Auf eure Plätze, Kinder! Beeilt euch! Wo ist Henry? It's so easy. Wie kann man nur so ein Schlamper sein, Henry? Henry? Henry! Hey, das wollte ich mir noch anhören. Und jetzt wirst du mir zuhören. Wieso kannst du nicht einmal so ordentlich sein wie Peter? Wie Peter? Das würde mir gerade noch fehlen. Komm mal mit. Hey! So sollte dein Zimmer eigentlich aussehen. Ha! Was? Wie ein Mädchenzimmer? Nein, wie ein sauberes, aufgeräumtes Zimmer. Und deshalb wirst du jetzt aufräumen, Henry. Auf der Stelle. Nein! Also, ab heute werden wir Folgendes machen. Ich vergebe jeden Tag einen Stern für das ordentlichste Zimmer. Ui, wie toll! Was springt dabei für mich raus? Wer die meisten Sterne bekommen hat, darf am Samstag bestimmen, in welchem Restaurant wir zu Abend essen. Im Burgerschlemmerland! Dem allerbesten Restaurant auf der ganzen weiten Welt! Im Gemüseparadies! Dem gesündesten Restaurant auf der ganzen weiten Welt. Der Beste von uns soll gewinnen. Und der sitzt neben dir, Zwerg. Oh! Geh weg! Ich war schneller! Ich war schneller! Pass mal genau auf, Raffzahn. Jetzt kannst du was lernen. So, siehst du? Du jetzt? Solltest du nicht dein Zimmer aufräumen, Henry? Hab ich schon. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Kann ich jetzt meinen Stern haben? Ist das dein Gürtel? Nein!
anfassen! Oh, Henry! Oh, na toll! Verehrte Damen und Herren, nach dem ersten Tag hat der perfekte Peter seinen ersten Stern. Und Henry der Schreckliche hat seinen Stern noch vor sich, also noch ist alles offen. Funkel, Funkel, ja! Ah! Sei nicht so gemein, Henry. Ob du's glaubst oder nicht, Raffzahn, ich will gar nicht so ordentlich sein. Aber fürs Bürgerschlemmerland mache ich alles. Und was meinst du? Ist das ein Stern wert? Das finde ich sehr schön von dir, Henry, dass du Zitas Besuch filmen willst. Naja, sie ist meine Lieblingscousine. Ah, sie ist schon da. Hallo, ich bin's. Komm rein, komm rein. Na sowas, du bist aber gewachsen. Eigentlich nicht. Sie meinte Peter. 1, 2, 3, oh, vier, wo ist fünf. Mein Henry? Komme. Henry möchte von deinem Besuch ein Video drehen. Ist das nicht süß? Oh, und ich habe nicht mal meine Haare gemacht. Action! So, ich bin fertig. Ist das aufregend? Geh einfach geradeaus. 1. Es ist einfach herrlich, hier zu sein bei meinem Onkel und meiner Tante und meinen entzückenden kleinen Cousins. 5. Aus. Und 1 und 2 und 3 und 4. Kommt, ihr kleinen Hippos, spielt mit mir. Und 1 und 2 und 3 und 4. Kommt, ihr kleinen Hippos, klatscht mit mir. Und 1 und 2 und 3 und 4. Jetzt ist es wieder Zeit für Lachen, bis es weh tut. Papa, Henry hat einfach umgeschaltet. Was? Sei nicht so gemein, Henry. Peter darf jetzt das Programm aussuchen. Ach, Mama. Wartet, schaut. Da ist Henry. Henry ist im Fernsehen. Was für ein Pechvogel und was für eine glückliche Gewinnerin, die mir das Video geschickt hat. Laura, die 200 Euro sind schon unterwegs zu dir. Laura? Laura? Lass mich runter, du blöder Affe! Henry, sei doch mal ruhig. Ja? Ja, wir werden da sein. Haben Sie vielen Dank. Henry, jemand hat dich im Fernsehen gesehen. Und er zahlt dir 250 Euro, wenn du einen Werbespot für ihn machst. 250 Euro? Ja! Hast du gehört, Laura? Jetzt werde ich ein Star! Klingeling, Pizzen liefern wir dir. Klingeling, Pizzen bis an die Tür. Was willst du drauf haben? Oh, ach, Henry. So schlecht war es auch wieder nicht. Doch, war es. Und wisst ihr was? Ich habe es aufgenommen. Jetzt können die sich in der Schule